Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Übersichtsbetrachtung zur Companion Bible sind wir nun in der Appendix 180 angelangt. Thema aus der Zeit der Apostelgeschichte, also Acts. Und denkt daran, diese Übersichten könnt ihr alle online lesen, direkt in der Companion Bible. Die kann man günstig erwerben, preiswert erwerben, zwischen 60 und 120 Euro, was ich weiß. Oder gratis downloaden, selbstverständlich auf bibelkreis.ch und ähnlich gelagerten Webseiten. Hier also eine einfache Übersicht über die Apostelgeschichte mit Jahreseinteilung, dann wichtig die römischen Kaiser, die da herrschten, dann die Statthalter, die da waren, und dann Schriftstellen, vergleichende Schriftstellen. Auch, es sind, glaube ich, vier Schaubilder zusammengezogen hier. Jawohl, vier. Dann noch die Anmerkung 1. Jerusalem wurde von Vespasian und Titus Ende des Jahres 69 eingenommen. Man kann auch sagen, zerstört. Zweitens, die chronologische Reihenfolge nach Lightfoot, Biblical Essay. Hier, das ist dann Philippus, Kolossus, Ephesus. Im Herrn Jesus Christus, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige, zusammengestellt, hat das wie immer unser Bruder im Herrn Antonino. Ganz herzlichen Dank. Hier will ich folgen, wo